I think it belongs to it, so I really love my outfit. Everyone looks so intact for the event that it makes the excitement even better. It symbolizes success. It's a privilege to wear such gown, such hat. It's a privilege also to throw it in the air. I think it's when we say you gotta suit up, you gotta suit up. I did my bachelor's in international business at the Munich Business School, and yeah, I'm very happy about it. Ja, es ist immer was ganz Besonderes, die Zeugnisvergabe ist ein feierlicher Abschluss des Studiums. Und wenn man dann die ganzen Eltern sieht und die ganzen Familien hier, wie sie sich freuen über den Abschluss, das ist immer wieder ein tolles Erlebnis. Ich fühle mich super klasse. Mir geht's gut. Ich bin erleichtert, ich habe was erreicht und mir geht's gut. Also zunächst mal finde ich das wunderbar erfüllend, sowohl für die Studierenden natürlich, die heute ihren Abschluss hier machen und feiern können, als auch für die Gastdozenten, für die wissenschaftlichen Mitarbeiter und den Studiengangsleiter. Und ich freue mich für die jungen Leute, die heute ihr Master-Degree, ihre Master-Thesis geschafft haben und dann ein neues Leben beginnen können. Ich glaube, was ganz wichtig ist bei der Gala, ist, dass auch die Eltern da nochmal so ein bisschen und die Freunde dabei sind. Und du kannst ja nicht für dich alleine studieren mit deinen Kommilitonen, da gibt es ein Netzwerk hinter dir, was dich nicht nur finanziell, sondern auch moralisch stärkt. Und die alle mal zusammen zu haben, ja, und das jetzt aus meiner neutralen Sicht zu beobachten, wie die Familien und Freunde sich da um die Absolventen nochmal kümmern, das finde ich ganz toll, weil es zeigt einfach, dass da eine bestimmte Erdung einfach da ist. Also ich würde sagen, die Atmosphäre ist genau der richtige Rahmen für die 18 Monate harte, aber auch schöne Arbeit. Wenn diese harte Arbeit vorbei ist, wenn man heute Morgen sein Zeugnis überreicht bekommen hat, dann denke ich, ist es auch in Ordnung, wenn man in so einer schönen Umgebung hier am Bayerischen Hof feiert. Wir werden einfach viel Freude haben, wir werden lange in die Nacht tanzen. Ich würde sagen, es wird eine sehr kurze Nacht für mich wieder, aber darauf freue ich mich. Und mit den Studenten dann on the stage stehen, das ist das Beste, was man sich vorstellen kann. Die Veranstaltung ist sensationell. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Munich Business School so gute Musiker und Tänzer hat. Also außerdem bin ich froh, dass meine Tochter das Bachelor-Examen hinter sich hat und erleichtert und zufrieden und gutes Essen und schöne Feier. Wunderbare Studenten, wunderbare Reden. Ich habe das genossen heute Abend, wie diese jungen Menschen doch tatsächlich ihr Leben mit der MBS erzählt haben, was sie mitnehmen für ihren weiteren Lebenslauf. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen.